Hallo Freunde, in diesem Video stelle ich euch ein paar Bücher vor, die mittlerweile illegal geworden sind. Viel Spaß! Nummer 1, Animal Farm. George Orwells satirischer Roman wurde gleich mehrere Male verboten, seitdem es das erste Mal 1945 veröffentlicht wurde. Absurd ist auch, dass die ersten Kopien dieses Buches niemals Länder erreicht haben, die damals mit der Sowjetunion kooperiert haben. Auch heutzutage, in der modernen Zeit, wurde dieses Buch verboten, aber nicht aus damaligen Beweggründen. Denn 2002 wurde das Buch beispielsweise von Schulen der Vereinigten Arabischen Emirate verboten. Nicht aber aufgrund Orwells kritischer Darstellung des Kommunismus, sondern da die Inhalte beleidigend gegenüber dem Islam waren. Genauer gesagt verbannte das Kultusministerium der Emirate alle Bücher, in denen beispielsweise Alkohol oder Schweine abgebildet waren. Und da in dem Buch Animal Farm Schweine abgebildet sind, die Alkohol konsumieren, ist das Ganze auch eher schwierig gewesen. Nummer 2, der Da Vinci Code. Über die Jahre hat der Autor Dan Brown bereits viel Kritik für sein veröffentlichtes Buch einstecken müssen. Besonders heftige Kritik gab es auch von der katholischen Kirche. Angesichts der diskutierten Themen in Browns Buch ist es auch keine wirkliche Überraschung, dass der Vatikan auch nicht gerade begeistert von dem Buch war und die Verteilung des Buches verboten hat. Nicht aber nur der Vatikan hat das Buch verboten, sondern auch Länder wie zum Beispiel Manila, Indien oder auch der Libanon. Der Grund für das Verbot des Buches war, dass Jesus Christus Verlobung mit Mary Magdalena zu einem gemeinsamen Kind führte, was natürlich für die Katholiken dieser Länder als absolute Beleidigung gegenüber ihrer Konfession verstanden wurde. Nummer 3, The Witches. Dieses Buch ist ein Fantasy-Buch für Kinder, in dem es grob darum geht, dass ein Kind und seine Großmutter kinderhassende Hexen bekämpfen, welche planen, alle Kinder der Welt zu entfernen. Dieses Buch war so erfolgreich, dass es nicht nur eine, sondern gleich zwei Verfilmungen dazu gab. Der 2020 Remake steckte Kritik von der Gemeinschaft für Behinderte ein, aufgrund der Abbildung der Hauptcharaktere. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass The Witches für Furore sorgte, denn seit der Erstausgabe 1983 wurde das Buch bereits einige Male umgeschrieben, sodass die American Library Association es als eines der meist verbotenen Bücher eingestuft hat. Die Gründe dafür variieren sehr stark. Einerseits taten sich Gruppen von Feministen zusammen und beschuldigten den Autor, frauenfeindlich zu sein, da anscheinend das Buch Jungs dazu bringt, als Frauenhasser aufzuwachsen. Andererseits tat sich eine Gruppe von Eltern 89 zusammen, die behauptete, dass das Buch satanistische Ansichten fördert. Gut, also wenn man im Leben sonst nichts zu tun hat, muss man sich eben über alles und jeden aufregen. Aber wie dem auch sei, das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, wem es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.